Hallo, Dennis hier. Ich bin Deutscher und das tut mir auch voll leid. Und hier ist noch ein Spiel aus meiner Kindheit, nämlich Tony and Friends in Kellogg's Land. Also es gibt mehrere Dinge, die mich tief mit diesem Spiel verbinden. Schon mal angefangen da, dass ich schon immer Kellogg's zum Frühstück geliebt habe und ich liebe auch Plattformer, unheimlich. Und da hat man hier ein Spiel. Das hat mit Kelloggs und mit Plattformen zu tun. Und das finde ich dann super geil. Also, das Spiel, das hat jetzt schon total bei mir gewonnen. Und zweitens, es kommt aus Reutlingen. Also, ich komme ja, bin ja Schwabe, ich komme aus dem schönen Reutlingen. Und dieses Spiel ist von Rouser Advertisement oder wie die hießen. Gegründet von, ich glaube, er hieß mit Vorname Jörg, also Jörg Rauser. Was schreien denn die Kinder da draußen so rum? Mann, Mann, Mann. Okay, also dieser Jörg Rauser, nennen wir ihn einfach mal Jörg, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Überhaupt, er hieß Jörg Rauser. Der war einer der ersten, der das Medium Videospiele für Werbezwecke entdeckt und erkannt hat. Und das hier war wohl so der erste Gehversuch, wirklich ein Spiel als Werbung für die Firma Kellogg's zu entwickeln. Also man spielt hier jetzt Tony the Tiger und man kann zwischen vier verschiedenen Charakteren aber wechseln. Im Moment sind das erst zwei, so die weiteren Charaktere findet man erst später. Man kann jetzt wechseln zwischen Tony und diesem Smacks Frosch. Und Tony kann eben schnell rennen und damit auch weit springen. Das kann Smacks nicht. Aber Smacks kann dafür schwimmen und tauchen, was Tony wiederum nicht kann. Tony nimmt Schaden, wenn er in Wasser kommt. Aha, blöder Tiger. Später kriegt man noch den Affen Coco und noch später diesen Toucan von den Fruit Loops. Also der Coco, der kann klettern und der Fruit Loops Toucan, der kann fliegen. Die muss man aber erst befreien und dann gibt's auch richtig dramatische Endgegnerkämpfe. So weit werden wir wahrscheinlich heute nicht kommen. Ansonsten ist es einfach ein ganz wunderbar klassischer Jump-and-Run-Plattform-Klassiker. Man muss Schlüssel suchen, um zum Beispiel, ich habe jetzt hier einen blauen Schlüssel gefunden, damit kann ich die Tür mit dem blauen Türknauf öffnen und da schön reingehen. Man sammelt Münzen ein, in dem Fall Flakes. Man muss bestimmte Sonderitems finden. Man hüpft auf Gegner. Ich finde das ist einfach schön, das macht Spaß, das sind diese klassischen Plattformer, anders will ich es gar nicht haben. Gehen wir mal weiter. So, und schon habe ich das erste Level geschafft. Und wir gehen zurück auf die Weltkarte gleich. Ich habe jetzt nicht alles gefunden. Normal könnte man hier sechs verschiedene Vitamine finden. Und dann kriegt man irgendwie Sonderboni. Aber schon das finde ich schön, dass man sich da einfach so ein bisschen im Kopf gemacht hat. Ja. So. Jetzt werde ich dann aber doch gleich mal mit Smacks weitermachen, damit man auch mal sieht, wie toll der schwimmen kann. Hui. Dafür kann er dann, wie gesagt, nicht mal rennen. Ich habe eigentlich erst heute Morgen habe ich wieder Kellogg's gegessen. Ja, stimmt gar nicht. Heute Morgen hatte ich Müsli. Ich weiß, das ist vollkommen uninteressant, aber ich habe trotzdem beschlossen, dass ich euch das jetzt sage. So, jetzt habe ich hier eine Milchflasche gesammelt und mit dieser Milchflasche bin ich unverwundbar. Bläh, 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 boing. So. Oh, jetzt nehme ich wieder Schaden. Genau, und ihr habt gerade auch gesehen, dieser Schokosbär, der kommt auch drin vor, der gibt immer schöne Tipps. So, die grünen Türen. Ach, ich wollte ja nicht bei Let's Plays vorlesen. Ich mach's jetzt trotzdem, weil heute bin ich einfach so drauf, immer noch. Die grünen Türen können in diesem Abschnitt nur geöffnet werden, wenn du den grünen Schlüssel findest. Button, Ende, Ende. Gut. Mensch, was hat man denn für einen Spaß? Ja, dann das nächste Thema ist, ihr habt vielleicht am Anfang gesehen, dass ich abgestellt habe, Sound und Musik. Das liegt daran, ich habe dieses Spiel schon auf so vielen verschiedenen Rechnern gespielt und ich habe Sound und Musik nie zum Laufen gebracht. Das heißt, ich stelle das per se schon ab, weil trotzdem versucht er was im Hintergrund zu laden. Und das hat dann am Ende die Konsequenz, dass das Spiel ruckelt. Und man hat nicht mal Sound dafür. Das macht mich traurig.
Deswegen habe ich den Sound abgestellt. Man sieht jetzt hier, dass wir einen schönen Grafikfehler haben. Normal müsste hier Wasser sein, wo die Viecher jetzt schwimmen und auch der Frosch jetzt schwimmt. Aber wenigstens habe ich den grünen Schlüssel gefunden. Und wenn wir ihn schon haben, dann wäre es doch eine Schande, wenn wir ihn nicht benutzen würden. So. Gucken, da kann man doch bestimmt auch hoch. Ui. Ui ja. Ist das toll. Deswegen nehmen wir jetzt doch einfach mal den Schlüssel und gucken mal, was in diesen schönen, formschönen Türen drin ist. So, Kellogg's. Hurra, haha. Yum, 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 yum. Smacks esse ich viel lieber als Frosties. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber am allerliebsten esse ich Schokos. Ich habe mir auch kürzlich wieder Schokos gekauft. Auch das ist garantiert was ihr unbedingt wissen wolltet. So meine Kellogg's-Essgewohnheiten. Und weil ich mir sicher bin, dass ihr das unbedingt wissen wolltet, will ich es euch natürlich auch nicht vorenthalten. Also, damit müsst ihr leben. Das heißt, nee, spiel lieber und lies lieber vor, was da für Texte im Spiel kommen. Nein, ich rede lieber darüber, wie ich ein reichhaltiges und von allen Nährstoffen her komplettes Frühstück einnehmen will. So. Also, hier gibt's nichts mehr. Lasst uns hervorschreiten, um weiterzugehen in jenem Level. Oh nein, das ist gar nicht gut, denn Tony mag Wasser nicht. Da nimmt er Schaden, wie schon erwähnt. Gucken, was Schokos zu sagen hat. Über den nächsten Abgrund springst du am besten mit Tony. Wenn du während des Anlaufs den Knopf drückst. Ja, welchen Knopf? Rennt Tony und kann somit weiter springen. Den Knopf drücken. Ey, du blöder Scheißbär. So, und schon hätten wir es geschafft. Und der wirft jetzt eine Lanze, diese Arschameise. Auf zum Atom. Und weiter geht's. So, ich habe jetzt auch gesehen, da oben gibt's Plattformen, aber irgendwie scheint's. Es gibt auch immer mal wieder so geheime Blöcke, und wenn man die entdeckt, dann kann man drauf laufen. Ich will das jetzt gerade mal probieren. Wir haben ja Zeit, es ist Samstag, da habe ich Zeit für sowas. Ah, ich habe einen gefunden! Und ich habe gleich keine Leben mehr. Ich habe noch einen gefunden, oh mein Gott! So. Und jetzt habe ich einen blauen Schlüssel. Keine Ahnung, was ich damit tun soll. Und jetzt bin ich auch kaputt. Flieg halt weg. Blöder Arschtiger. So, ist mir jetzt scheißegal. Ich guck mal, wie man da möglichst schnell durchgeflitscht kommt. Ah, ich will die Milchflasche. So, geht doch. Und schon sind wir wieder da. Jetzt will ich aber schon wissen, was hinter der blauen Türe ist. Die hat's mir jetzt angetan. Voll sexy. Nein, da will ich nicht hin. Ich will hier hoppel, boing. So. Jetzt muss ich erstmal die blaue Türe finden. Oh, also. Richtig, also wie schon erwähnt, ich habe gehört, das hier sei wohl eines der ersten wirklichen Werbespiele gewesen. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Also es ist, laut Wikipedia scheint so zu sein, dass dieser nette Herauser das entdeckt hat. Ich weiß auch, dass der später an einem interessanten Adventure für die Volksbank beteiligt war. Das hieß Free Spirit. Und das Tolle daran war, dass man das nicht mit der Maus gesteuert hat, sondern mit dem Mikrofon. Also man hat dann eben immer gesagt, geh zu, nimm und so weiter. Und das war interessant gemacht. Nicht nur so, dass man sagen würde, oh, Vorreiter in innovativen Werbespielen mit viralem Marketing. Sondern auch, dass man dann wirklich gemerkt hat, der hat auch interessante Ideen, wie man ein vernünftiges Spiel umsetzen kann. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich komme zum Fazit. Also, zur Idee gebe ich mal 4 Punkte. Weil ich finde es von daher interessant, dass man einfach nicht nur ein Werbespiel macht, wo man dann von mir sowas wie Beefy Race, wobei Beefy Race fand ich jetzt nicht so schlecht, aber
Man hat eben normale Autorennsimulation und irgendwo steht Beefy dran, sondern dass man sich Gedanken macht, wie kann man ein schönes, gutes Spielprinzip mit dem Produkt verankern. Das ist hier gut gelungen. Und deswegen, nicht nur deswegen 4 Punkte, sondern auch 4 Punkte, weil ich dieses System recht gut finde, dass man verschiedene Charaktere mit verschiedenen Fähigkeiten hat. Und ja, was soll ich sagen, das gefällt mir einfach. Insgesamt ist hier schon Ideenreichtum vorhanden. Es sind auch nette Endgegner, man hat eine große Levelvielfalt und es ist auch nicht eins von diesen Werbespielen, da spielt man 5 Minuten und dann hat sich's erledigt und dann kann man es nochmal spielen, sondern man sitzt da schon ein paar Stunden dran, wenn man es wirklich extrem durchspielen will. Für die Umsetzung auch mal 4 Punkte. Oder beziehungsweise, nein, ich geh nochmal runter. Nicht vier. Ich gebe 3 Punkte für die Umsetzung. Eiskalt erwischt. Ich finde einerseits die Grafik gut gemacht. Ich finde auch das Level-Design ist schön gelungen. Aber die Steuerung ist hier tatsächlich ein bisschen arg hackelig. Also das hätte man auch damals besser hinkriegen können. Muss man sozusagen. Und außerdem, ich habe nie den Sound von diesem Spiel gehört. Ich habe mal eine Amiga-Version davon auf YouTube gesehen und da hat der Sound tatsächlich funktioniert. Aber wie gesagt, auf dem PC habe ich das nie zum Laufen gebracht. Ich weiß nicht, ob das einfach nur eine Einstellung ist, die man eben pro forma mal reingepackt hat oder ob das Spiel erst von anderes System entwickelt wurde und man dann eben später festgestellt hat, ach nee, wir kriegen auf dem PC den Ton gar nicht ans Laufen, aber jetzt haben wir es schon drin und das nehmen wir jetzt auch nicht raus. Jedenfalls finde ich es ein bisschen enttäuschend, dass man hier einfach keinen Ton hat. Ansonsten ist es schön gemacht, es hat eine schöne, nette Grafik. Das hier spielt noch in so einer normalen, schönen Wald- und Wiesenlandschaft. Später kommt man noch in den Urwald und noch später in... Oh, wo kommt man mit Tuckern hin? Das ist so eine komische Wolkenwelt. Oder die hat man hier auch schon so leicht angerissen. Ja, und ist an sich gut gemacht. Aber wie gesagt, der Sound, die Steuerung, die ziehen es halt.